Da guckt schon einer ganz gespannt auf sein Handy. Wir gucken lieber auf unseren Gewitterwarner. Der Gewitterwarner zeigt nämlich ein rotes Licht an. Das heißt, hier muss irgendwo etwas in der Nähe sein. Wir befinden uns momentan im Staffelsee. Und dieser See, der liegt in der Nähe von Murnau in Bayern. Hier drüben sehen Sie schon eine Warnanlage. Die blinkt nämlich gelb. Und dort hinten ist die Zelle, die wo sich gerade frisch ausgebildet hat. Momentan ist das Ganze noch ziemlich unstrukturiert, aber es scheint wohl auf jeden Fall in unsere Richtung zu ziehen. Bildet sich eine Struktur aus jetzt. Zwölf Kilometer. Und vielleicht ist da drüben sein, keine Ahnung. Also Blitzwurz sagt 12,3 Kilometer. Das ist aber die neue Meldung. Oh, habe ich stark, die ist. Oh, da war gerade eine Linie im Blitz. Wolken in den Wolken drin, jetzt Donnerstag. Achtung. Ruhig sein, den will ich aufnehmen. Aber das Licht ist jetzt schneller geworden vom Blinken her. Ja. Keine Ahnung, warum die jetzt hier gerade Sirenentest machen oder sonst noch was. Aber das haben die direkt nach dem Blitz gemacht. Keine Ahnung, was das ist. Vielleicht wegen dem Gewitter am See. Wir sind jetzt am Staffelsee. Man sieht den einen oder anderen Blitz, aber noch ist es nichts Extremes. Also welche Richtung ist das da, wo die Zelle ist? Das ist Richtung Süd, oder? Nee, ich kann ja mal kurz den Kompass rausholen. Ich gehe mal davon aus, dass das die Zelle bei Oberau ist. Ja, ein bisschen Struktur tut sie schon annehmen.
Ja, das könnte eventuell auf eine Superzelle hinauslaufen. Noch ist es keine, aber... Boah. Jetzt habe ich aber nicht gesehen. Ah, rund im Bären tun das ja ein bisschen verstärken und sowas. Also ich meine jetzt das Echo vom Donner. Boah, überleg mal, da geht einer mit 100 km/h rein. Dann will ich nicht auf den Berg rumrammeln. Da ist das Kompass. Nee, es ist Südwest. Ganz genau Südwest. Ja, okay, dann ist es das Teil bei Oberau. Wie viele Zellen da sind. Da oben regnet schon. Ja. Zug hat 8 Minuten Verspätung. Aber es ist gut, dass wir hier rausgegangen sind, weil das Problem ist, wenn man noch eine Station weiter rausgeht, dann ist da die Autobahn. Und so ist es genau Südwest, Nord ist dort hinten, wo das Haus steht. Und Süd ist hier, wo das Boot ist. Ah, der hat schon da drin geparkt. Deine Bären regnet schon. Naja, habe ich ja jetzt gerade schon vor 5 Minuten gesagt. Ja, seit ihr vorher, jetzt ist er noch stärker geworden. Man sieht auch den Aufwind. Ja, aber das zieht eh hier vorbei. Ja, ist doch gut. Da muss man sich wenigstens nicht verpissen. Wann ist denn das Licht angegangen? Nach dem ersten Donner? Nee, ich weiß gar nicht mehr, wann das jetzt genau war. Ja, aber es ist immer noch 40 Kilometer entfernt. Teil ist nahezu stationär. Das da ist doch keine 40 Kilometer weg. Aber wieso sollte es dann bei Blitzortung so sein? Aber ich habe jetzt gerade ermittelt, dass das Teil im Südwesten ist. So. Ja, das ist das Teil. Aber im Südwesten zeigt er mir ja nichts von Blitzaktivität an. Er zeigt mir nur westlich was da davon an. Die Donner sind von dem Teil, was nordwestlich von Oberau ist. Ich glaube, Blitzortung hängt momentan eh rum. Scheint sich abzuschwächen. Ich bin mir da aber nicht sicher. Ja, guck, da kommt ein Gewitterwarner, wie oft er sich meldet. Ja, aber ich gehe mal davon aus, er meldet sich von dem weiter westlichen Teil. Und wenn es gefährlich wird, dann geht man da in das Haus rein. Ja, dort hinten kann schon ohne Probleme rein. Haben wir vorhin abgecheckt. Und dieses Mal ist es keine Toilette. Ja. Aber es kühlt ab irgendwie. Ist das eine Superzelle oder nicht? Nein.
genau, bei Oberammergau. In der Kachelmann ist das drin, aber bei normalen Dings, der Wettermonitor ist davon gar nichts zu sehen. Zwölf Kilometer nördlich von Garmisch-Partenkirchen wurde um 18.20 Uhr ein Gewitter registriert, das sich mit 17 km/h nach Osten verlagert. Also trifft es uns gar nicht. Wobei, warte mal, Südwest, könnte knapp werden. Mit 6 Blitzen in den letzten 10 Minuten ist Blitzaktivität gering. Folgende Orte liegen derzeit in der Zugbahn des Gewitters und werden zu angegebenen Zeiten erreicht. Oberammergau, 18.20 Uhr Schweigen, 18.20 Uhr Murnau, am Staffelsee 18.40 Uhr, Ohlstadt 18.44 Uhr, Großweil 19.06 Uhr, Kochel 19.06 Uhr, Schlittorf 19.06 Uhr. Mögliche Windböen 70 km/h. Das Teil da schwächt sich ab. Ja, da kannst du jetzt mit deinem Drohne nach oben gehen und gucken, was da so ist. Ja, gut, dann mache ich das jetzt mal. Gut, ich kann mir gut vorstellen, dass der Gewitterwarner vielleicht das andere da registriert. Ja, genau, das habe ich jetzt nicht ganz klar gesagt. Aber das glaube ich nämlich auch. Die anderen Teile sind weiterhin nach wie vor aktiv, aber die sind halt eben noch 40 Kilometer weit weg. Oh, jetzt hat's gut geblitzt. Oh, hat's gut geblitzt? War das ein Linienblitz oder Wolkenblitz? Das war Wolkenblitz. Ich würde sagen, ungefähr da, wo der tiefste Punkt ist, der linke. Na, ihr Quackchen, habt ihr Hunger? Die haben dein Gummibärchen gefunden. Der eine, der hält es und will das Essen, haut von den anderen ab, die anderen alle hinterher. Aber das Teil kommt dann nicht hierher. Nee, es wird so oder so vorbeiziehen. Das Gute ist, man kann sich später dann dort ganz unten hinstellen und dann kann man in die Richtung gucken. Ja, ich denke, dass das hier doch schon eine gute Idee gewesen ist. Ja, solange die Teile vorbeiziehen, ist das hier gut. Achtung, jetzt lasse ich das Ding mal hoch. Das ist immer noch der gleiche Akku. Nein, ich habe einen anderen genommen. Naja, dann kannst du den anderen ja aufladen. Boah, das Teil aber Richtung Südwesten, das scheint auch schon ordentlich zu sein. Das ist Richtung Südwest. Ich meine das da Richtung West. Das ist Richtung West, ja.
Ohlstadt könnte das definitiv erreichen. Das ist die nächste Station. Ja, das ist aber direkt an der Autobahn. Deswegen ist es gut, dass wir da nicht hingefahren sind. Weil ich möchte bei einem Gewitter nicht direkt an der Autobahn stehen. Frank aber schon. Ja, der mag das. Wie hoch soll die fliegen? 500 Meter hoch? Das ist ja egal. Ich meine, die Wolken sind ja deutlich höher als 500 Meter. Ich muss aber schon sagen, dass es dort ordentlich rumregnet. Und gut, man die Berge jetzt sieht. Wahnsinn, ja. Ich bin aber keine 500 Meter hoch. Damit brennt, dass ich dann schnell wieder unten bin. Da entsteht noch was Neues. Das ist eine richtig massive Quellung. Ja. Da entsteht was Neues, da die Quellung. Dann lass halt wachsen. Die Quellung ist aber nicht in den Bergen drin. Die Quellung ist vor den Bergen. Ja, ist doch nicht schön. Da oben ist die Quellung. Die war vor ein paar Minuten noch nicht da. Sonnenzauber komischerweise nicht mehr. Naja, egal. Wir haben mehr Zeit. Ich kann mal vor die Kamera fliegen. Vielleicht wird da die Doku heute mal veröffentlicht. Vielleicht. Boah, Alter. Der war schon gut. Ruhig. Er war aber nicht stark. Ah, hier steht es.
Als Wassersportler werden Sie auch den folgenden bayerischen Seen vor Starkwind und Stürmen mit optischen Warnsignalen oder auf andere Weise gewarnt: Ammersee, Starnberger See und Wörthsee, Staffelsee, Riedsee und Walchensee, Tegernsee, Schliersee und Zielsee, Jemsee und Wachinger, Kaprikasee, Forgensee, Altmühlsee, Ickelsbachsee, Kleiner Brombachsee, Großer Brombachsee und Rotsee. Dies geschieht durch Sturmwarnleuchten. Zur Starkwindwarnung werden dabei Warnzeichen durch orangenfarbiges Blinklicht mit 40 Blitzen pro Minute gedehnt. Sie erfolgt bei einer Windstärke von 6 und 7 BAU fort. Aber das Teil leuchtet jetzt gar nicht mehr. Jetzt gerade ausgegangen. Okay, wir haben es jetzt herausgefunden, jetzt ist es nicht mehr notwendig. Vielleicht ist im Teil auch ein bisschen Hagel drin. Boah, wie viele da herkommen. Eine Sturmwarnung, welche ab Windstärke von 8 BAU fort erfolgt, wird durch das Aufleuchten von orangefarbigen Blinklichtern mit 90 Blitzen pro Minute vorgenommen. Die Sturmwarnung soll die Wassersportler veranlassen, unverzüglich alle Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und das Ufer oder windgeschützte Stellen aufzusuchen. Bei Sturmwarnung werden darüber hinaus Rundfunkdurchsagen veranlasst. Aber komischerweise ist nur ein Blitz. Ja, sind schon viele. Ich muss sagen, das westliche Teil ist schon sehr aktiv. Also. Sturmwarndienst vom 1. April bis 31. Oktober von 7 Uhr morgens bis 22 Uhr abends. Aha. Das heißt, nachts gibt es sowas gar nicht. Nee. Ich glaube, da sitzt immer ein Typ da und wartet, bis da irgendwas kommt. Macht das auch, wenn keine Gammel auf dem See sind? Ich denke schon. Und ich meine, das ist ja unabhängig davon. Oha, da entsteht was Neues. Ja, okay, das Teil kommt wahrscheinlich eher, die Neubildung. Die ist 2-3 Kilometer westlich von hier. Ah, das ist wahrscheinlich der Niederschlag da vorne. Oder der Moment. Ist definitiv weiter weg. Nee, dann ist es vielleicht die Quellung. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Ja, das ist es. Ja, ist gut aktiv. Also wir werden definitiv noch getroffen. Aber nicht von dem. Nein, von dem nicht. Von dem, was westlich ist. Das nimmt so langsam Kontur an.
Da hinten sind auch öffentliche Toiletten. Mit dem Fahrrad von hier 250 Meter. Kann man sich wieder im Klo verstecken oder was? Kann man auch reingehen, wenn es gefährlich wird. Das Haus da hinten wäre Hammer. Das, was da direkt am Wasser ist. Da könntest du dann richtig gut beobachten. Kann man da rein? Ich weiß es nicht, muss man mal hinfahren. Ich kann da mal schnell hinfahren und gucken. Abchecken. Noch ist Zeit. Und dann könnte man sich dort irgendwo mit den Fahrrädern reinplatzieren. Oder soll ich sagen, halt sich noch mal hin, bevor es gefährlich wird. Noch haben wir mehr als genug Zeit. Ich guck gerade mal kurz in Google Maps. Wo ist denn dieses Haus? Wo muss ich denn da jetzt hinfahren? Ich weiß es nicht. Ich kann dir den Standort mal schicken. Ja, bitte. Aber ich kann dir nur in Google Maps schicken. Ja, ist doch egal. Ja, das, was da drin hat, ist die Neubildung. So, ich habe den jetzt mal markiert. Boah. Ich glaube nicht, dass das weit weg ist. Die Neubildung, die ist gerade mal 2-3 Kilometer weg. Ja, fahr mal dorthin und guck mal nach. Die Sachen kann ich von mir aus hier auf die Bank drauf machen, weil ich meine, bis der Niederschlag kommt, dauert es eh noch ein Weilchen. Hä, das ist 1 Kilometer von hier. Das ist dort hinten. Muss ich wahrscheinlich einmal den ganzen Weg dort oben rumfahren. Da wo das. Ja. So, sehr geehrte Damen und Herren, damit hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Dokumentation hier aus dem Bundesland Bayern. Wir machen ja momentan noch Urlaub, bis einschließlich Freitag, den 8. Juli. Heute ist Montag, der 4. Juli und wir beobachten jetzt momentan die eine Zelle, was Richtung Süd beziehungsweise fast schon Südost wäre. Ja, Richtung Westen haben sich ein paar neue Teile ausgebildet, aber die haben noch eine Entfernung von ca. 40 Kilometer. Einzige Ausnahme ist das, was jetzt hier gerade donnert. Das ist das hier. Aber ob das Teil uns trifft, weiß ich nicht. Wir haben uns überlegt, oha, das ist nicht weit weg. Das ist tatsächlich nicht weit weg. Wir haben uns überlegt, vielleicht in irgendein Haus dort reinzugehen. Aber ich weiß nicht, ob es geöffnet ist. Gut, der Felix, der wird das ja jetzt kurz nachprüfen. Und so von dem her. Jetzt haben wir aktuell 18.48 Uhr. Die Doku haben wir so gegen 18.18 Uhr begonnen.
So sehen aktuell die Teile aus. Ja, es ist ziemlich viel Gelb mit dabei, aber man muss auch mit dazu sagen, dass diese Gewitter da, die sind alle in einem größeren Gebiet von Starkregen mit eingruppiert, beziehungsweise reingewachsen, und aus diesem Grund, sie verstärken sich, schwächen sich ab, also sowas wie Impulsgewitter sind es momentan, oder der DVD würde dazu sagen Multizellen. Diese Zelle hier befindet sich momentan ca. 10 Kilometer Richtung West. Der Niederschlag ist dort hinten, das können Sie hier sehen. Da können Sie sehen. Dort hinten, die ist, sozusagen da, wo der Horizont ist, da ist schon der Niederschlag. Also von dem her, wir haben noch etwas Zeit. Die Gewitter ziehen heute nicht schnell. Wir können Ihnen gleich sagen, wie schnell das zieht. Das ist da hinten. 14 Kilometer südlich von Peiting wurde um 18.45 Uhr ein Gewitter registriert, das sich mit 24 km/h nach Osten verlagert. In Murnau am Stachelsee wird das um 19.05 Uhr erreichen. Jetzt bin ich mal gespannt, was da rumbappelt. Da ist aber überall nur nichts anderes außer Wald vorne dran. Ja. Und rein kann man da nicht, also nicht mal eine Tür. Gar nichts. Das Haus ist vollgeladen mit Heu. Und es war's. Und es sind extrem viele Viecher, aber noch richtig extrem viele Viecher. Ja, so extrem viele Viecher, dass meine definitiv, dass ich hier definitiv nicht hingehen würde. Ja, aber von vorne sieht es so aus, wie dass man da einfach auf diesen Balkon gehen könnte und ja, naja. Egal, dann warten wir hier jetzt halt einfach mal ab und ja. Wenn du willst, kannst du zurückkommen. Wenn du willst, kannst du noch ein bisschen nach irgendeinem anderen Haus hier gucken, weil es wäre halt schon cool, wenn man während dem Gewitter, sagen wir mal, über den See gucken könnte. Ne? Ja, da ist er ja schon. Also man kann in dieses Haus nicht rein, es ist einfach nur ein Heulager, mehr ist es nicht. Da gibt es auch nicht mal eine Tür. Also wenn es gefährlich wird, dann verpisse ich mich ins Hotel. Ins Restaurant. Dort hinten rein? Ja, da kann man rein. Das ist aber kein Restaurant. Doch, wahrscheinlich irgend so eine Art Party-Ding. Nein, das ist ein Restaurant, da essen Leute. Nein, dort ganz hinten vielleicht, aber hier das links definitiv nicht. Dort war ich ja schon. Vorne dran bildet sich jetzt eine Schelf aus von dem Teil. Könnte doch recht windig werden. Boah. Alter. Er sagt, den kann man mal aufnehmen. Angeblich, dass der 19.05 Uhr ankommen soll. Thank you.
so gute Reifenmangel. Ich glaube, das ist die neue Wellung, wo es richtig aktiv wird. Ich habe mit den 6er vorhin mal durchlaufen lassen, also kann da nicht zu atmen auch. Vor allem die Kreislauf haben ja diese Woche anscheinend, das kommt ja auch weg. Naja, das ist diese Woche, das ist ja nicht schlimm. Scheiße, ich kann immer noch dazu sagen. Ja, das ist die Woche, das ist ja nicht schlimm. Hauptsache das, was dann Richtung Urlaub so ist. Und das geht dann nicht immer nur mit dem Hauptlauf, sondern boah, ist ein ganzes Pissen. Naja, guck doch mal, wo der Regen ist. Der ist erst, wenn überhaupt die westlichste Seite vom See erreicht. Boah! Oh ja, jetzt habe ich einen Tropfen abbekommen. Der war gut. Ja, du musst einfach nur hier nach links fahren und fertig. Da ist ein Kreuzhaus. Ja, natürlich. Da sind keine Rammler. Ich glaube, ich schiebe mal mein Fahrrad da rüber. Ich denke, man kann schon mal ins Fahrrad rüber schieben und ich guck mal, solange der Regen leicht bleibt, kann ich hier noch beobachten. Aber sobald er dann stärker wird. Waldlauf entwickelt, aber ich würde noch nicht sagen, was das eine Superzelle ist, weil wenn, müssen wir ja ausscherben. Kilometer West.
Boah, die heizen jetzt sogar noch. Während es das Gewitter kommt über den See. Du kannst mal gucken, was da oben für ein Häuschen ist. Ich meine hier die Treppe hoch. Ja, guck mal hin. Das Problem ist, da rechts ist da rein. Alter, wie der Angst hat. Mal aus. Blitz gesehen. Man kann ja probieren, in das Restaurant reinzugehen und kann dann probieren, durchzulaufen, da vorne an diese, wo man über den ganzen See blicken kann. In welches Restaurant? Aber da vorne durchlaufen durch den Bootsverleih und dann da an die Wiese. Und da kann man dann da hingucken. Hast du dann nachgefragt? Nein, aber das mache ich jetzt mal. Das hat geöffnet, da sind ja auch Leute. Aber die Leute sind alle drin. Wir können dann rauslaufen und können dann da an den See. Ja, dann kann ich ja mal nachfragen. Dann frage ich da mal nach. Weil da kann man das Teil nämlich dann beobachten. Und vor allem ist es dann auch sicher, wenn es gefährlich hätte. Haut gleich irgendwo einer rein.
Da kann man hin, aber das Problem an der ganzen Sache ist, es kostet so Eintritt, glaube ich. Also kannst du das Restaurant, kannst du verpissen, kannst du auch hier auf dem Balkon, aber... Hä? Irgendwie ist das Memo verschwunden. Komm hierher, durchs Restaurant durch und dann kommt man da unten an den See, wo diese Bänke sind. Man darf aber nicht ins Wasser. Ja, und wo willst du das Fahrrad dann abstellen? Dann schick mir mal den Standort. Da unten kann man dann das Tal beobachten. Aber wenn es zu gefährlich wird, dann geht man unter das Dach vom Restaurant. Also komm einfach hierher, geht mal runter. Ach, wo kommt es, wenn wir zusammen unsere Fahrräder abschließen? Dann schick mir mal den Standort. Da unten kann man dann das Tal beobachten. Aber wenn es zu gefährlich wird, das Dach vom Restaurant. Also komm einfach hier hin, schick mir einfach. Aber Problem, ich will natürlich zusammen unsere Fahrräder abziehen. Schick mir mal den Standort. Da unten kann man dann das Teil beobachten. Das Teil ist natürlich von unter das Dach vom Restaurant. Also komm einfach hierher, ich geh schon mal runter. Aber Problem, ich will natürlich zusammen unsere Fahrräder abziehen. Einen kleinen Moment, wir machen eine kurze Pause, bis wir unseren Standort verlagert haben. Wir sind gleich wieder zurück. Nee, man geht dort links hin, in dieses komische Haus da. Ah, dass man deine ganze Zeit beobachten kann. Ah ja, klar, natürlich. Ich hab das auch mal was Kapital herausgefunden, oder? Genau, ich weiß nicht, ob man da rein kann. Doch, ne? Hier sind schon ein paar Äste, die wir uns ja vorher erst abschneiden müssten. Nee, ansonsten würde ich einfach sagen, dann verpisst man sich hier an die Türe und fertig. Ja. Nee, hier kann man nicht rein. Ja gut, dann geht man eben zu dem Laufsteg und dann kann man sich, wenn es zu stark regnet, an die Türe hier hin. Und wenn da mal die Sitzbank oder sonst noch was ist. Warte mal. Ich tue meinen Rucksack hier mal abstellen.
Nee, zu viel Wind. Dann wird es komplett nass. Kann ich vermeiden. Deswegen gehe ich jetzt unter diesen Balkon und fertig. Weil unter dem Balkon geht man gar nicht. Boah, war das ein Linienblitz da rechts? Was ist denn das? Ja, aber richtig von der Linie sind wir da. Weil von hier aus kann ich auch gut beobachten. Und ich meine, wenn du schon nicht auf den Balkon kannst, dann kannst du hier unter dem Balkon sein. Ja. Aber wie lange konnten, haben die überhaupt offen? Haben die bis 8 Uhr offen oder wie lange? Weil in Bayern hat ja alles bis 8 offen. Ja, aber gestern Abend hat es länger offen. Wir haben länger offen. Und zur Not könnten wir auch da runtergehen. Aber da wird es wahrscheinlich wieder regnen. Ja, geöffnet bis... Schließt um 22 Uhr. Ja, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Sind schon ein paar Linienblitze rausgekommen? Ja. Weil ich hatte da nur Aufhellungen gesehen. Die ist meistens da drüben. Ja, also da, wo es, da kommen die meisten Linienblitze raus. Ja, da sind schon wirklich einige rausgekommen.
Das Problem ist, da gibt es einen Haufen Regen und sonstige Sachen. Da hinten, wo das ist? Nee, hinten dran. Ich weiß nicht, ob wir da bis 22 Uhr fertig sind. Aber sind keine Überstreckbar, das scheint schon ordentlich abzugehen. Ja, ja, war gut. Ja, wir rufen da aus München an. Warte. Ja, Sie können drauf hangen, aber jetzt habe ich so viel Zeit. So viel Zeit habe ich nicht. Hier kommt gerade ein Gewitter und ich muss mich jetzt in Schutz bringen. Entschuldigung, danke. Tschüss. Ich kann keine Nummer blockieren. Was soll das für eine Nummer sein? Ich wollte fragen, wie ich zufrieden ist mit dem Mobilfunkantrag bin und so ein Zeug. Das, auf welche SIM-Karte wurde da angerufen? Auf die vierte, keine Ahnung auf welche. Ja, guck, SIM-1 oder SIM-2. Ich weiß es nicht. Ah, SIM-1 steht da. SIM-1? Das heißt, das wurde vom Netzclub angerufen oder was? Ja, nein, ja. Ah, nee, du hast die Vodafone-Karte jetzt drin, ne? Ja, keine Ahnung. Ich weiß jetzt mal. Oha, nur 1,9 Kilometer Nordwest. Guck mal, was so für ein Schlamm hier angeschwommen kommt. Warum sagt er eigentlich, dass hier Baden verboten ist, aber alles ist aufgebaut? Ja, keine Ahnung. Vielleicht meint er wegen dem Gewitter. Hä? Vielleicht denkt er wegen dem Gewitter, nein, ist Baden verboten. Nein, allgemein ist hier Baden komplett verboten. Da kannst du einfach dort hinten reingehen, hierher schwimmen und fertig. Also Bayern ist ein Land, das versteht man nicht. Welche Richtung ist denn das Bus da hinten so ab? Boah. Oha, Alter. Ja, war gut. Aber stark war der nicht. Und es regnet ja jetzt momentan fast gar nicht. Okay, jetzt geht der Regen ein bisschen mehr los. Ich denke doch gar nicht. Thank you.
Jetzt machen wir mal ein Wettrennen. Achtung. Thank you.
Abend. Die Enten haben ja aber auch ganz schön Hunger, meine Liebe, Mann. So, jetzt reicht's aber mal. Ihr habt schon genug gegessen. Ich will nämlich auch was essen. Ja, Quatschchen, habt ihr immer noch nicht satt, hm? Also die Enten, die reagieren ganz schnell.
Rohr, der hat sogar aus der Luft gefangen. Boah, jetzt geht's richtig los mit Regen. Kommt ihr Enten, geht mal nach Hause. Ich hab hier was anderes zu tun, als euch zu füttern. Regnet. Oh. Jetzt haben wir halt sogar einen Tropfen bekommen.
deiner Welt kannst du ja herkommen. Hier gibt es sogar Enten, die wo du füttern kannst. Hm? Ganz schön ordentlich. Jetzt sind sie schon abgehauen. Ja. Die Enten. Da hinten sind wir schon noch gute Liegeplätze, oder? Ja? Da hinten sind wir schon noch gute Liegeplätze. Ja. Ich muss jetzt gleich Affen wechseln. Ja, da kann ich mal Wasser eingeschlagen. Nein. Ich bin da vorne gerade noch Flitze drin. Ja. Aber nicht viele, oder? So, jetzt wird Affen gewechselt. Ja, ich werde vor allem kurze Zeit noch mal richtig stark runtergerechnet.
habe ich nur noch dort gerufen. Das ist ja wie am Meer. Geht auch so langsam da. Ja. Aber das war fest nicht so toll, das kommt gar nicht ab. Bei unserem Haus geht auch was hin, aber ich hab dabei. Es ist das Zeug, was noch aktiv ist, es zieht dort hin. Am Haus aber vorbei, oder nicht? Ja, die Enten, die tun auch ihren Spaß haben. Das hier fast gar nicht. Nee. 20 Uhr kommt es noch an. Ja, jetzt ist kurz nach 20 Uhr.
Sollen wir hier noch bleiben oder mit dem Zug zurück Richtung Norden? Naja, jetzt wird es halt schon ordentlich spät. Ja, deswegen kann man ja jetzt schnell zum Bahnhof reisen. Der nächste Zug hat eben schon 10 Minuten Verspätung. Oder, keine Ahnung, 8 Minuten. Nee, 10 Minuten. Weil jetzt trägt es ja fast gar nichts. Der nach Oberau, der hat 40 Minuten Verspätung. Alter. Weil jetzt trägt es ja fast gar nichts. Deswegen habe ich gedacht, dass man schnell losfährt. Das sind 1,6 Kilometer am Zug. Mit dem Fahrrad braucht man 8 Minuten dahin. Der ist aber bis nur noch 50. Ah, warte mal. Ne, der 20:31 Uhr, der ist 50. Der hat 10 Minuten Verspätung. Ne. 21:31 Uhr. Ja, der hat 10 Minuten Verspätung. Und sonst, der davor hat 56, der was jetzt kommt. Aber der steht komischerweise im Murnau dann 10 Minuten rum, obwohl er vorher 50 ist. Ich muss nur wissen, ob man den jetzt nimmt oder ob man jetzt noch hier bleibt. Also hier bleiben. Ja, da war es um 21 Uhr am Mittelflugplatz. Oha, da hat es was Neues gefehlt. Ja, was willst du eigentlich, willst du dann nach Hause fahren oder was? Jetzt? Ja, ich weiß ja nicht, was du willst. Ich habe gedacht, dass man mal zurückfährt, Richtung Heim und dann vielleicht mal da guckt, ob man das Teil noch ein bisschen beobachten kann. Das geht jetzt mehr und mehr in grauer Regen. Ja, das ist auch der Grund. Weil in der Sonne regnet es deutlich stärker, als es jetzt regnet. In der Stunde regnet es deutlich mehr. Und am Haus ist es noch trocken, wobei, nee. Nee, das regnet es auch schon längst. Jetzt ist ja fast gar nichts geregnet. Und jetzt muss man halt den ausnutzen, um loszuheizen. Jetzt geht es immer mehr Regen über 60 ab. Ich muss sagen, es ist schon ordentlich aktiv gewesen, also vor. Und im See ist kein einziger Gammler drin. Ist das jetzt eine Kaltfront oder was ist das? Nee, das ist keine Kaltfront. Kommt danach noch mal was hinterher?
Kann möglich sein. Also ist die Luftwaffe nicht ausgewechselt? Nee. Boah, super, die rechnen um 3 Uhr morgens statt. Morgen wird wahrscheinlich nicht viel passieren. Ich bin gleich eins, aha. Das ist dann ganz auf der anderen Seite. Müssen wir das aber beeilen. Du hast doch gesagt, 6 Minuten drauf kommt. Ja. Du musst halt den Berg hoch. Genau, deswegen. Dann schafft man das noch. Ich fliege aber die Fahrräder auf. Ja.